Jetzt setzt er an, das reicht eigentlich schon. Okay. Digga, du gehst hinten rum. Du gehst hinten rum, ich komm von vorne. Warte. Zurück! Frau Vogt? Ja. Tachchen. Wir hatten telefoniert. Mein Name ist Stahl. Mein Name ist Mittler. Grüße Sie, Noweski. Noweski und Falkenberg. Ja. Guten Tag. Frau Vogt. Schönen Tag. Hallo. Frau Vogt. Ganz schildern Sie mal. Sie hatten ja schon am Telefon gesagt, schildern Sie mal, wie mein Kollege gerade gesagt hat. Ja, es geht darum, mein Sohn rutscht immer mehr ab. Wir sind vor einem Jahr umgezogen. Mein Mann hat mich verlassen. Der gleitet mir völlig weg. Also der treibt sich rum, der hat jetzt 2 Anzeigen, ist zweimal verurteilt worden, weil er geklaut hat. Dann nicht so schön. Und jetzt letztens kam er nach Hause mit ganz vielen Schrammen übersät und ich weiß nicht, was ich tun soll. Er sagt, die hatten einen Autounfall. Er ist aber nicht gefahren. Und jetzt kam der Nachbar zu mir und sagt, er hätte meinen Sohn am Steuer gesehen. Wie? Er ist doch, wie ich verstanden habe, 16 Jahre alt. Ja, kann genau. Dann würde er ja sicher sowieso Strafe machen. Und vor allen Dingen bringt sich und andere damit in Gefahr, wenn er ein Auto führt, ohne überhaupt zu wissen, wie das funktioniert. Ja, ganz genau. Ich mache mir sehr große Sorgen um meinen Sohn Tim. Er hat sich sehr zurückgezogen. Ich komme nicht mehr an ihn ran. Dann die Geschichte mit den Schrammen. Der Nachbar, der ihn am Steuer gesehen hat. Ich habe wirklich Angst, dass er abrutscht. Und hoffe, dass die Detektive da rausfinden, was da läuft. Und dass wir ihn vom Schlimmsten bewahren können. Haben Sie nicht ein Foto für ihn? Das wäre jetzt hilfreich. Ja, ich habe ein Foto mit. Das ist natürlich super. Ja, und dann vielleicht auch mal die Adresse aufschreiben, wo Sie wohnen. Damit wir da gleich ansetzen. Die gesamten Kontaktdaten brauchen wir. Ja, ja. Schule und so weiter und so fort. Alles. Genau. Freunde, wir hängen uns da voll rein. Frau Vogt, machen Sie sich keine Gedanken. Ja, wir werden jetzt zunächst einmal Tim verfolgen, observieren. Gucken, mit wem er sich trifft, in was für Lokation er sich aufhält. Wenn wir sehen, dass es eine kriminelle Gang ist, dann werden wir halt einen Riegel davor schieben. Ja, wir sind dem Tim heute Morgen von zu Hause aus gefolgt. Wir sind jetzt hier zum Bahnhof und ich denke mal, dass er die anderen aus der Clique gleich treffen wird hier. Na, guck mal, er bewegt sich, macht ein paar Zeichen, da kommen welche. Ja gut, die scheinen sich auch besser zu kennen. Okay, pass runter, auf. Pass auf, ich folge dir, ja? Viel Glück. Ich melde mich. Ich sehe ja alles hier. Mein Kollege Michael ist per Funkkontakt mit Videokamera unterwegs. Er wird die Clique verfolgen, unterirdisch. Und ich werde hier oberirdisch das Ganze über meinen Laptop verfolgen. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Weg zur nächsten Haltestelle. Dort sind sie jetzt ausgestiegen. Ich hoffe, mein Kollege ist noch dort, dass ich ihn dort auch einsammeln kann. Und dann schauen wir mal weiter. Ziehen wir ein Stück vor. Was machen wir denn da? Wo wollen die hin? Die können doch da nicht rein. Hör mal, die brechen da, die brechen da ein. Knacken das. Ja, wenn du gleich da vorne einen Parkplatz hast, park rückwärts ein, dass wir direkt wegkommen, wenn irgendwas ist gleich. Ja, immer mit diesen Kiddies hier zu tun, ey. Ja, komm raus. Ja, komm. Alter, komm direkt wieder zurück. Das gibt's doch gar nicht. Hast du gesehen? Ja, komm, gib mir was. Ja, war ein zweiter Ausgang, ne? So, frag die Frau nicht um. Die Kiddies sind ja mit 2 Fahrzeugen durch einen anderen Ausgang raus. Damit haben wir nicht gerechnet. Jetzt versuchen wir sie noch einzuholen. Was, glaube ich, noch zu spät ist. Aber das war jetzt auch überraschend für uns. Jetzt die Frage, das waren bestimmt gestohlene Fahrzeuge.
Aber ich hoffe, wir kriegen sie noch. Der Frau Vogt natürlich die bittere Wahrheit erzählen. Ich meine, das mag ein harter Schritt jetzt für Sie sein, zu sehen, dass Ihr Sohn wirklich bestimmte Sachen macht, die sie nicht möchte. Aber hier müssen wir sofort eingreifen. Denn mal, wenn er hier irgendwo einsteigt und auf so ein Elende, das ist ein verhältnismäßig kleines Delikt. Aber ein Fahrzeug zu führen in seinem Alter, absolutes No-Go. Passen Sie auf, wir haben hier ein paar Sachen ermittelt, besser gesagt, meine Ermittler haben wieder ermittelt und ich möchte Ihnen das natürlich auch nicht vorenthalten, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen wehtut, die Wahrheit, aber besser, Sie wissen es, als wenn Sie jetzt hier ständig im Dunkeln tappen. Ja. Sascha, spiel mal ab, dass ihr das mal zeigt. Was machen die da? Jetzt gehen sie unbefugt rein. Oh mein Gott. Aber jetzt sind sie drin und jetzt fahren meine Ermittler ein bisschen auf. So. Und hinter diesem Hügel, was Sie jetzt da so ein bisschen sehen, da sind Autos abgeparkt, ja. Das haben wir jetzt hinterher festgestellt, wenn sie weggefahren sind. Und man kann es jetzt hier nicht so gut erkennen, vielleicht ein bisschen. Aber eines dieser Autos fährt Ihr Sohn. Und das ist natürlich eine Sache. Wo befindet sich Ihr Sohn zurzeit? Der ist zu Hause. Der ist zu Hause. Der ist zu Hause. Pass auf, dann passen Sie auf. Dann machen wir eins. Nimmt mir die Frau Vogt mit nach Hause, setzt ein paar Meter vorher ab, dass der Junge das nicht sieht. Und dann bleibt er dran. Wenn er heute seinen Hintern aus der Wohnung bewegt, bleibt er einfach dran und schaut mal, wo er sich heute bewegt. Vielleicht setzen wir ihn mal wieder an. Aber eins stelle ich hier und jetzt sofort fest. Sehe ich Ihren Sohn noch ein einziges Mal ein Auto führen, werden wir sofort zugreifen und ihn der Polizei zu führen. Weil das geht hier absolut nicht mehr. Nein. Licht los. Ja, bring die Frau Vogt nach Hause. Alles klar. Bis dann. Tschö. Tschö. Ja, wir werden den Tim jetzt aufnehmen von zu Hause aus und werden ihn observieren. Und ja, wir müssen zum Ergebnis kommen, weil wir müssen sehen, woran es liegt, was los ist, warum die Kiddies so drauf sind. Und vor allen Dingen müssen wir sehen, dass wir den Tim da rauskriegen. Ja, da hinten stehen schon ein paar. Kann sie nicht genau erkennen, aber vielleicht sind das die aus der Clique. Ja, wir sind der Clique bis hier zur Bowlingbahn gefolgt. Wir sind reingegangen und sind bowlen. Und wir warten jetzt auf Carsten. Und dann denke ich mal, werden Carsten und Sascha reingehen und unten weiter ermitteln, während ich hier oben bleibe. Okay, lass uns ja nicht erst lange warten hier. Wir nehmen die DV-Cam, ja. Schmeißt dort über den Arm oder was? Mach ich. Digga, wenn du zum Hammer sitzt, nimmst du die ganze Sache auf. Mal kicken, mal so da unten aufschnappen. Vielleicht quatschen sie ja, wir suchen uns einen schönen Platz. Ja. Tun so, als wenn wir Bowling da spielen wollen. Und dann machen wir das schon. Okay, gehen wir mal dorthin, ja? Dann aber mal so. Machen wir mal so, als ob wir irgendwie vielleicht eine Bahn wollen oder was trinken. Dankeschön. Wenn Sie mal bitte eine Spezi oder Cola Light trinken? Ja, gerne. Ja, Dankeschön. Danke. Ja. Ja, hier vorne sind sie auch schon. Da sehen wir sie. Bowlen ganz normal. Das ist doch, guck mal, drei Typen, eine Püppi. Genau. Alle wollen sie was beweisen, alle wollen sie. Guck mal. Guck mal her, die Kleine da, die macht sich ganz schön ran hier an den Tim. Wahrscheinlich geht es da auch so ein bisschen um den Mädel zu imponieren. Das heißt, die Sache schaukelt sich automatisch hoch irgendwo. Das spielt dann mit zurück. Das mal an. Boah, die macht sie mit dem anderen. Alter, die fährt ein Doppelspiel. So jung und schon so. So faustdick in den Ohren. Ruhig. Mir ruhig. Ja, du machst die ganze Zeit jetzt mit ihm rum oder was? Machst du erst mit mir rum und jetzt mit ihm? Was laberst du? Ja, was laberst du? Was willst du an sie ranmachen oder was, Alter? Dein Problem ist, mir schick ist. Ja, dass du dich hast einfach sie an sie ranmachst. Ich bin der Chef, verstehst du? Ja, ist mir scheißegal, was soll denn jetzt, Alter? Ist, nicht du, ist mir oder? Egal. Das ist schon mal wichtig zu wissen, da ist der Redel zu ihr. Wenn der mundtot ist, dann ist er Ruhe im Karton. Stimmt.
Wie ihr seid. Ach so, der ist mit dem Redelsführer zusammen. Du, vielleicht haben sie den ja einfach bloß sie auf sie angesetzt, dass sie ihn so ein bisschen verführt. Ja. Stell euch. Kannst du dir deine Energie noch sparen? Für morgen, verstehst du? Morgen ist ein großer Tag. Die Standortfahrt ist schon verkackt, lieber nicht. Ich denke mal, der Gruppenzwang zwingt ihn einfach dazu, dabei zu sein und vielleicht auch Sachen zu machen, die er vielleicht gar nicht möchte, einfach um sich bei ihr zu beweisen oder der Gruppe zu beweisen. Dann haben wir aufgenommen, dass morgen sein großer Tag ist. Er soll irgendwas machen, eine Mutprobe. Das könnte ich mir vorstellen, wie so ein Aufnahmeritual. Ich mache jetzt einfach eins, die Jungs bleiben von Anfang an dran. Ich bleibe in der Base, die unterrichten mich, wenn irgendwas ist. Ja, und wenn wir den ganzen Tag verfolgen, dann werden wir schon herauskriegen, was dahinter steckt. Wir konnten darauf aufnehmen, dass halt praktisch irgendwie am heutigen Tag eine Mutprobe stattfinden soll, ein Aufnahmeritual. Ja, dann gehört er zur Gruppe dazu. Da Arnik natürlich genauso wie sie nicht tutet. Warten Sie mal bitte. Ja, das ist einer meiner Eltern. Ich warte mal kurz, ich stelle nur auf Lautsprecher. Ja, Karl, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Micha. Erzähl. Ja, also, wir sind jetzt die ganze Zeit hinter den Kiddies hier hinterher, von den Tim. Wir sind unterwegs hier. Fahren durch Wohngegenden, gucken sich immer um, werden mal langsamer, mal wieder schneller. Also irgendwas scheint zu laufen, aber... Ja gut, aber wenn ich das höre, die fahren durch Wohngegenden schon wieder so und ist am Laufen. Du, das klingt ja für mich schon wieder, als wenn sie schon wieder was ausspähen. Ist das so? Ja, die spähen was auf. Ja gut, aber pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das können wir nicht ahnen. Wir machen jetzt eins. Ich nehme jetzt die Frau Vogt und komme einfach mal in eure Richtung, weil das kann ja jetzt eine Sache sein, die sofort was passieren kann. Ach, ja? Wir sind hier vor Ort, wir melden uns wieder, wenn wir genau sind. Alles klar, ich rufe mich dann nochmal an, wenn ich in der Nähe bin. Bis dann, ciao. Sie haben gehört, also die laufen wieder irgendwo rum und spähen schon wieder irgendwas aus. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt da vor Ort und gucken einfach mal, was passiert. Okay, okay, dann sitzt ihr bei mir vor Ort, dann wissen wir auch Bescheid. Alles klar. Jetzt los. Schauen Sie, da vorne stehen meine Ermittler. Sie tun mir den Gefallen, bleiben Sie bitte noch im Auto. Nicht, dass die Sache nachher noch ins Auge geht. Okay, tun Sie mir bitte den Gefallen. So, Jungs, da bin ich. Wie sieht's aus? Ja, pass auf, die sitzen drüben in dem Kleinwagen noch. Ja. So, hier, Nobel vor Ort. Okay. So, für das Aufnahmeritual, für die Prüfung, denk mal entweder Einbruch oder Autodiebstahl. Klar, sie wollen sich ja beweisen, er wird zum Mann. Damit wird man zum Mann, okay. Und bis jetzt hat er noch nichts getan. Ja. Oh, jetzt kommt die doch. Ich hab gesagt, sie soll im Auto bleiben. Das ist ja ein bisschen schwierig, ne? Ja, die ist total emotional. Ich würde gar nicht verstehen. Kümmere dich um sie, wenn wir wirklich was passiert. Ja, ja, was ist das? Gehen Sie bitte runter. Bis jetzt ist noch gar nichts passiert. Mein Ermittler bleibt bei Ihnen, ja? Pass auf, die steigen gerade aus. Jungs, geht mal zur Seite, nicht, dass ihr auffliegt. Ganz ruhig. Haltet euch mal zurück. Ruhig. Okay. Gehen Sie bitte in das Auto. Komm hier bitte mit hier. Warte. Steig aus, Jungs, steig aus. Komm mal hin. Sascha, pass auf. Für mich sieht es ganz klar aus, dass wir jetzt ein Auto versuchen auszuchecken. Nach vorne gehen rüber. Okay, jetzt. Ja, super. Weiter vor. Ich geh vorne zum Tuareg. Ganz. Natürlich ein Ding, wenn die jetzt versuchen, den Wagen hier zu klauen. Kümmert er sich um die Frau? Ja, super. So, geh mal, jetzt setzt er an. Das reicht eigentlich schon. Digga, du gehst hinten rum. Du gehst hinten rum, ich komm von vorne. Wieder herbewegen. Deine Mutter ist hier. Deine Mutter ist hier, die hat mich beauftragt, dich nach dir zu gucken. Komm hierher. Komm hierher, Mann. Komm hierher. Sascha ist gut. Sascha, nimm ihn. Komm her. Scheiße. Junge, was tust du dir an? Was tust du deiner Mutter an? So eine Scheiße, Mann. Wenn du ein dickes Auto haben willst, hier arbeiten. Was machst du denn hier? Hey, bleib hier und hör deiner Mutter zu, wenn sie mit dir redet. So, komm mal hoch hier, mein Freund. Und hier an der Wand.
Nein, jeder ran, mein Freund. Füße auseinander. Die Füße auseinander. Kennst du doch schon das Spiel, los, oder? Los, wollt das Eichhörnchen auf den Baum klettern? Halt den Hund. Ran. Ran. Halt nah ran. Du bist doch gar nicht komm so. Hier. Sascha, kommst du dann in die Fallen? Ja. Komm mal hier. Ich weiß gar nicht, was du willst. Mach die Hände da hinten. Bleib da, mein Freund. Die kriegt dich sowieso, wenn du wegrennst. Komm hier. Übernimm mich mal, Dicker. Du bist ganz brav, ja? Sonst fahr ich mit dir Schnitten. Ey, Jungs, das tut mir leid. Was, du entschuldigst dich bei den Pennern? Bei den Pennern entschuldigst du dich? Da! Da musst du dich entschuldigen. Ihr Sohn ist wieder da. Mehr kann ich für sie nicht tun. Den Rest müsst ihr unter euch machen. Kriegt das hin. Großer, komm her. Tut mir leid. So, und ab mit euch, Spielchen. Wir müssen zusammenhalten. Zum Auto. Komm hoch, du Waldfee! Aber komm, ich scheiß Kamera! Ganz ruhig, mein Freund! Komm hier runter, Junge! Sonst wickel ich dich! Was wollt ihr für mich? Hey, Mäuschen, komm mal her! Täubchen, komm mal her hier! Du hörst dazu? Mut hast du ja, dass du nicht abgehauen bist. Dafür kriegst du von mir schon mal eine Eins. Das ist ja auch meine Clique. Ist deine Clique? Ja, lässt mich nicht alleine. Die Lesbe, da hast du schon mal gut, aber deine Clique hättest du dir besser. Eigentlich? Komm mal mit dazu, hier mal dahin. Ihr seid doch eine Clique, dann tu mir den Fallen, leg dich genauso wie die da auf die Motorhaube. Da muss ich dich nämlich nicht hinkriegen. Was hab ich denn jetzt? Ach, jetzt ist es nicht mehr deine Clique. Ja, ist meine Clique, ich stand immer dabei, ich hab jetzt, gar nichts gemacht. Ja, jetzt stell dich dahin, sonst muss ich handhäufig werden, das möchtest du nicht. Ey, also los, hopp, hopp. Wer seid ihr überhaupt? Täubchen. Hör auf zu zwitschern. Ich hab gar nichts getan, Mann. Was hast du gar nicht getan? Das ist eigentlich ein wunderschönes Bild, leider ist kein Fotoapparat. So, pass mal auf. Polizei haben wir rufen, ist gleich da und dann könnt ihr euch mit denen auseinandersetzen. Du musst das doch nicht wegen den Mädeln machen. Wisst ihr, die ist heute mit dir zusammen, morgen mit ihm, übermorgen mit ihm. Ihr Weg ist vorgeschrieben. Taschen, die Herren. Leg deinen Stahl. Super, dass sie da sind. Es wird halt nichts, wenn ich so eine Scheiße mache. Und ich denke mal, dass der Mega-Hulk da schon auf jeden Fall recht hat und ich sollte ein bisschen an mein Leben ändern. Wir haben sie auf frischer Tat ertappt, das haben wir uns genauso auch so vorgestellt. Dann gab es einen Zugriff, der auch glimpflich abgelaufen ist. So, jetzt haben wir die Polizei gerufen, die haben sie mitgenommen und jetzt muss sich der Richter darum kümmern. Tja, Imponiergehabe, Positionierung in der Gruppe, das Übliche. Ja, ich hoffe mal, dass die ja Sozialstunden bekommen und so Pferdestall reinigen oder so. Und vielleicht werden sie dann intelligenter.